ein paar scheinbar simple Ableitungen mit Potenzen, Logarithmen. Wir fangen mal mit dem einfachsten an. Ich möchte ableiten x hoch 3 nach x. Sicherheitshalber zur Schreibweise, weil das ein bisschen vielleicht noch ungewohnt war. Wir könnten auch sowas machen, alternativ meine Funktion f von x ist x hoch 3. Was ist f' von x? Könnte ich auch geschrieben haben. Oder was ist df von x nach dx? Könnte ich auch geschrieben haben. Das ist dieselbe Frage. f' von x, df nach dx ist dasselbe. Vielleicht schreibe ich das mal so. Das ist dasselbe. df nach dx. Vielleicht sogar mit dem von x dahinter. Und f', das ist ein und dasselbe. Setzen Sie hier kein Gleichheitszeichen dazwischen. Die Funktion ist nicht gleich Ihre Ableitung. Oder sagen wir mal extrem selten. Hier auf jeden Fall nicht. Hier kommt kein Gleichheitszeichen dazwischen. Sie könnten vielleicht einen Folgefall schreiben. Wenn die Funktion gleich x hoch 3 ist, dann folgt daraus, die Ableitung der Funktion ist gleich bla. Also hier könnte man einen Folgefall schreiben. Fände ich hier fast sogar überkandidelt. Vielleicht ein Komma, machen wir ein Komma. Die Funktion ist gleich x hoch 3, Komma. Die Funktion abgeleitet ist gleich was auch immer. Oder schreiben Sie so, was ist die Ableitung von x hoch 3 nach x? Alles hier zusammen. Wir hatten gestern die Ableitung der allgemeinen Potenzen. X hoch n, eine Konstante, das ist jetzt wesentlich. Hier steht eine Konstante. Wir hatten die Ableitung der Potenzen, x hoch n. Das n ist eine Konstante. Okay, dann kommt diese Konstante nach vorne. 3 mal x und die Konstante wird um 1 verringert. 3 mal x². So, das war Schema f. Das sollte keine Aktion gewesen sein. Der nächste sieht so verdächtig ähnlich aus. Es war abzuleiten 3 hoch x nach x. Was etwas anders ist. X hoch 3 ist nicht dasselbe wie 3 hoch x, hatte ich schon mal vorgeführt. Wenn Sie nehmen 2 hoch 3, dann haben Sie 2 mal 2 mal 2. Wenn Sie nehmen 3 ins Quadrat, andersrum, dann haben Sie 3 mal 3. Das eine ist 8, das andere ist 9. Die beiden sind ungleich. Also Vorsicht, bei der Potenzrechnung gilt keine Kommutativität. Sie können nicht die beiden hier vertauschen, Basis und Exponent. 2 hoch 3 ist nicht dasselbe wie 3 hoch 2. Es gibt Fälle, zum Beispiel 2 hoch 2 ist dasselbe wie 2 hoch 2, das ist natürlich langweilig. Es gibt Fälle, in denen das stimmt, aber im Allgemeinen ist das nicht dasselbe. Deshalb wird jetzt auch bei der Ableitung offensichtlich ein Unsinn passieren. 3 hoch x ableiten nach x. Sowas hatten wir nicht. Jetzt ist der Trick, irgendwie auf das zurückzukommen, was wir haben. E hoch x können wir ableiten, aber 3 hoch x können wir noch nicht ableiten. Wie kriegt man das hin? So, der Trick ist hier, die Zahl 3 auf eine etwas komische Weise zu schreiben. Man gewöhnt sich irgendwann an solche Tricks. Sie schreiben die Zahl 3 als e hoch den natürlichen Logarithmus von 3. Der natürliche Logarithmus sagt, womit potenziere ich e, damit 3 rauskommt? Und jetzt potenzieren Sie e mit dieser Zahl, mit der Sie e potenzieren müssen, damit 3 rauskommt. Der natürliche Logarithmus und die Exponentialfunktion, die Eulersche Funktion, die e-Funktion, die heben sich weg sozusagen. Die heben sich gegenseitig auf. Die eine Maschine macht die andere Maschine rückgängig. Also steht hier, das ist mit dem Gleichheitszeichen, die Zahl, die links rauskommt, ist die Zahl, die rechts rauskommt für gegebenes x. Da steht also nichts anderes als e hoch ln von 3 hoch x abgeleitet nach x. Jetzt sieht es aus, als ob es schlimmer geworden ist. Aber zur allgemeinen Freude kommen jetzt die Potenzrechengesetze. E hoch ln von 3 hoch x, was machen Sie aus dem? Hier steht also die Potenz einer Potenz, die x-te Potenz von e hoch ln von 3. Die x-te Potenz von e hoch ln von 3. Dann kann ich die beiden Exponenten, ln 3 und x, die kann ich miteinander multiplizieren. Ln von 3 mal x. Oder ich glaube, es sieht andersrum hübscher aus. X mal ln von 3, aber das wäre jetzt nur Kosmetik. Schreiben Sie ln von 3 mal x oder x mal ln von 3. Das Produkt ist da kommutativ, da ist es uns egal. Sicherheitshalber nochmal, Erinnerung, Potenzrechengesetze. Wenn ich zwei Potenzen miteinander multipliziere, e hoch a mal e hoch b, was passiert dann? So, e hoch a plus b. Ein Produkt von Potenzen wird mit derselben Basis,
Wenn Sie rechnen 2 hoch a mal 10 hoch b, dann wird es schwieriger. Mit derselben Basis, 2 Potenzen, multipliziert, dann kriegen Sie eine Summe im Exponenten. Der Quotient, das Verhältnis, wird eine Differenz. Potenz einer Potenz wird ein Produkt, Wurzel, Sie teilen durch x. Wenn Sie die x-te Wurzel ziehen, teilen Sie durch x. Hat man irgendwann aus dem Bauch heraus da. Die werden alle um eine Stufe verschoben, die Rechenoperationen. Habe ich viel erzählt. Dann steht da also, das ist e hoch x mal ln von 3 abgeleitet nach x. Den blauen Kasten habe ich ersetzt. Und jetzt fangen wir endlich mal an mit Ableiten. Sie sehen, bisher waren es einfach nur Logarithmen und Potenzen. Jetzt fange ich endlich an mit Ableiten. Mit welcher Ableitungsregel gehe ich da dran? So, die Kettenregel. Hier steht die Funktion einer Funktion. Die innere Funktion, ich buchstabiere das wirklich nochmal aus. Die innere Funktion ist, x wird abgebildet auf x mal ln von 3. Was da im Exponenten steht, das ist die innere Funktion. Die innere Funktion nimmt eine Zahl und multipliziert sie mit ln von 3. Die äußere Funktion, die nimmt den Exponenten und bildet e hoch den Exponenten. Ich schreibe mal, u wird abgebildet auf e hoch u. Die Exponentialfunktion, das ist die äußere Funktion. E hoch das nehmen, was ich eingesetzt habe. Und jetzt kommt die Kettenregel. Ich habe eine Funktion in einer anderen, jetzt kommt die Kettenregel, ich leite die äußere Funktion ab. Die Exponentialfunktion ableiten, haben wir gesehen, ist die Exponentialfunktion. Ich sollte es richtig betonen, die Exponentialfunktion abzuleiten. 2 hoch x wäre auch eine Exponentialfunktion, aber nicht die Exponentialfunktion, das hier ist die Exponentialfunktion, die e-Funktion. Die Exponentialfunktion abzuleiten, das ist wieder die Exponentialfunktion, die e-Funktion. Und ich setze die innere Funktion ein. Da stand eigentlich dann immer mal f' von g von x. Ich setze die innere Funktion ein. E hoch x mal ln von 3. Mal die innere Ableitung. X mal ln von 3 muss ich ableiten. Das müssten eigentlich alle können. Was passiert? X mal ln von 3 ableiten nach x. Einfacher ist vielleicht, und das ist vielleicht auch ein Trick, den Sie anwenden können. Stellen Sie sich vor, da stünde nicht ln von 3. Ln von 3 sieht so hässlich aus und kompliziert. Stellen Sie sich vor, da stünde 42. Hier steht ja einfach eine konstante Zahl. Was weiß ich, was ln von 3 ist? Ich weiß, was ln von 3 ist, aber angenommen, ich wüsste nicht, was ln von 3 ist. Es ist eine konstante Zahl. Dieses Ding muss sich verhalten wie x mal 42. Und wenn Sie x mal 42 ableiten, eine Ursprungsgrade mit der Steigung 42, kriegen Sie 42 raus. Und dasselbe natürlich mit dem Logarithmus von 3. Sie kriegen den Logarithmus, den natürlichen Logarithmus von 3 raus, ln von 3. Das wäre die innere Ableitung. Und jetzt schreibt man das Ganze noch etwas hübscher. Der vordere Term ist ja ein bisschen kompliziert. Wie schreiben Sie das Ganze etwas hübscher? Also Vorsicht, nicht 3x oder sowas. Hier steht ja dasselbe. E hoch x ln von 3, wie da. Das war der blaue Kasten. 3 hoch x. Da steht 3 hoch x mal ln von 3. Das x ist dann ja die Potenz einer Potenz. Das hier vorne können Sie ja schreiben als e hoch ln von 3 hoch x und haben wieder 3 hoch x. Den Trick muss man 10-mal üben, bis man ihn dann wirklich intus hat. Wie mache ich irgendwelche Potenzen zu e hoch irgendwas? Und mit e hoch irgendwas kann ich wunderschön rechnen. Will sagen, die Ableitung der Exponentialfunktion 3 hoch x ist 3 hoch x, dieselbe Funktion, jetzt aber mal den natürlichen Logarithmus von 3. Bei der e-Funktion, e hoch x, war das e hoch x ohne weiteren Faktor, e hoch x mal 1. Bei 3 hoch x ist es 3 hoch x mal einen Faktor und analog natürlich bei allen anderen, wenn Sie 10 hoch x haben, 10 hoch x mal ln von 10 und so weiter. Das sind dann die Ableitungen der Exponentialfunktionen. Und das ist natürlich was anderes, als wenn ich x hoch 3 ableite. Das sollte ich auch nochmal hier dran zeichnen. Dieses x ist keine Konstante. Da müssen Sie eben aufpassen. Dann wird es eine Nummer schwieriger. Wenn ich habe x hoch eine Konstante, habe ich das Gesetz für die Potenzen. Aber wenn ich habe irgendwas hoch, etwas, was nicht konstant ist, gefährlich. Jetzt kommt nicht plötzlich das x nach vorne. Das versuchen viele am Anfang, dieses x nach vorne zu bringen, um eins zu verringern. Geht nicht. Das x ist keine Konstante. Das war der zweite. Und jetzt alles auf einmal. X hoch x. Ich möchte ableiten x hoch x, die Zahl x, x-Faktoren davon hintereinander geschrieben sozusagen, das als Funktion abgeleitet nach x.
Jetzt müssten Sie den Trick eigentlich sehen. Wie schreiben Sie x hoch x? Genau, das hier ist e hoch ln von x hoch x. Ich ersetze das x wieder durch e hoch ln von x. Und das Ganze hoch x. Und das fassen Sie dann noch zusammen. So, Potenz einer Potenz. Das x kommt als Faktor in den Exponenten. E hoch x ln x. Und jetzt kann ich wieder ganz simpel ableiten. Also die Tricks kommen eigentlich vor dem Ableiten. Jetzt ist es einfach. Jetzt kommen Sie nämlich wieder mit der Kettenregel. Vielleicht schreibe ich das nochmal wieder ausdrücklich hin, weil das ja nicht so klar ist bisher. Die äußere Funktion und die innere Funktion. Bei dieser Funktion hier. X wird abgebildet auf e hoch x ln x. Was ist die äußere Funktion? So, also nicht e, das wäre vielleicht etwas zu kurz gesagt. Die äußere Funktion ist die e-Funktion. Die Funktion, die irgendeine Zahl nimmt, ich nenne sie jetzt u, und abbildet auf e hoch u. Die e-Funktion, die Exponentialfunktion. Und die innere Funktion, das muss ich jetzt nicht fragen, ist dann offensichtlich x mal ln von x. Und jetzt kommt wieder die Kettenregel, die Ableitung der äußeren Funktion. E hoch, ableiten bleibt e hoch. Ich setze die innere Funktion ein, x ln von x mal, jetzt schreibe ich es nochmal darunter, f' von g von x. Die äußere Funktion abgeleitet bleibt e hoch. Die innere Funktion ist x ln von x. Mal, und jetzt wird es ein bisschen komisch, ich hoffe, das passt vom Platz, die innere Ableitung. Jetzt muss ich den hier ableiten. Vielleicht schreibe ich es einfach mal hin, ganz dreist. X ln x, das ist die innere Funktion abgeleitet. Das ist nicht ganz so einfach wahrscheinlich. Was machen Sie aus dem hier? Schreibe mal ein Gleichheitszeichen, nur den hinteren Ausdruck hier, den zweiten Faktor. X ln x nach x ableiten, was passiert? Also die Produktregel. Ich fange lieber mit dem ersten an, mit dem Ableiten. X ableiten nach x ist 1. Eine Ursprungsgerade mit der Steigung 1. Toll. Die Ableitung ist 1. Wenn Sie x nach x ableiten, einmal, müsste man nicht hinschreiben, ich schreibe es jetzt didaktisch sozusagen hin, einmal den Logarithmus, den zweiten stehen lassen. Den ersten abgeleitet, den zweiten stehen lassen. Dies einmal können Sie auch weglassen, aber ich denke, so ist es klarer, was ich da mache. Plus. Und jetzt den ersten stehen lassen und den zweiten ableiten, den Logarithmus, den natürlichen Logarithmus ableiten, haben wir gesehen, ist 1 durch x. Hier kann ich kürzen, sehr schön, den gegen den kürzen. Dann steht da in dem roten Kasten, das ist der Logarithmus von x, der natürliche Logarithmus von x plus 1. Und damit kriege ich insgesamt, ich mache jetzt hier in schwarz weiter, kriege ich insgesamt e hoch x ln von x mal, Klammer, Vorsicht, ne? Der rote Kasten ist erst auszurechnen, mal Klammer, den natürlichen Logarithmus von x plus 1. Und jetzt fassen wir hier vorne das noch nett zusammen. Was ist e hoch x ln von x? So, selbe Trick wie eben, den hatten wir ja schon mal. E hoch x ln x, e hoch x ln x, das war nichts anderes als x hoch x. Wenn Sie also x hoch x ableiten, kriegen Sie dasselbe, aber mal den Logarithmus von x plus 1. Uff. Was Sie daran sehen, alles, was man so mit den handelsüblichen Funktionen hinschreiben kann. Sie schreiben einfach irgendwas hin, den Sinus der Wurzel von e hoch x plus den natürlichen Logarithmus von x und unten schreiben Sie noch von mir aus x hoch 3 plus x hoch minus 42,5. Alles, was Sie mit den üblichen Funktionen so hinschreiben können, vielleicht davon noch den Cosinus, kriegen Sie mit diesen Regeln zerlegt. Und das ist natürlich eine Geschichte, die dann auch locker per Computer geht. Sie nehmen einfach Wolfram Alpha oder Ihren Taschenrechner, der Computeralgebra kann. Das kann der wunderbar. Das muss immer funktionieren. Mit diesen Regeln kommen Sie immer zum Ziel. Wenn Sie eine Funktion mit den üblichen Funktionen ausbuchstabiert haben, kommen Sie mit diesen Regeln immer irgendwie zum Ziel, wenn es um Ableitungen geht. Ich sollte an dieser Stelle schon sagen, das ist beim Integral, schaffen wir vielleicht gleich noch, das ist beim Integral leider nicht so. Das wird fürchterlich. Also das Rückwärtsrechnen wird fürchterlich. Aber vorwärts Ableitungen zu bilden, geht immer nach Schema F mit diesen Regeln. Sie müssen immer zum Ziel kommen. Noch eine interessante Idee, wie man auf diese Umformung kommen kann. X hoch x ist gleich e hoch ln von x in Klammern hoch x. Wir können ja auch anders dran gehen. Sie wissen, wenn Sie von einer Zahl
einer positiven Zahl den natürlichen Logarithmus bilden, vielleicht einen sauber geschriebenen natürlichen Logarithmus bilden und davon, von dem Ergebnis, die E-Funktion bilden, dann kriegen Sie diese Zahl wieder raus. Vielleicht schreibe ich da mal U rein, so. Das wissen Sie. Für alle Zahlen U, die positiv sind. Ha, und jetzt kommt der Trick. Wenn das für alle Zahlen U gilt, dann gilt das ja auch für x hoch x. Wenn Sie das mit x hoch x machen, dann muss auch x hoch x wieder rauskommen. Und wie formen Sie jetzt hier oben um? Ln von x hoch x. So, also die Logarithmengesetze umgekehrt zu den Potenzgesetzen. Der Logarithmus eines Produkts wird die Summe der Logarithmen und so weiter und so weiter. Der Logarithmus einer Potenz wird das Vielfache des Logarithmus. Hier auf der linken Seite steht e hoch x mal ln x. Dieses x kommt nach vorne davor als Faktor. Dasselbe, was wir eben raus hatten. Ein anderer Weg nach Rom, wenn Sie so wollen.